Ich bin ein Tänzer bzw. ein Sänger und ich trete halt hauptsächlich in Musikvideos auf. Ja, und ich bin halt praktisch immer glücklich in den Musikvideos. Wenn Nele Klemm von sich spricht, dann meint sie die Zeichentrickfigur Len Kagamine, ein Wesen aus der japanischen Anime-Welt. Anderthalb Stunden dauert ihre Verwandlung, eine Rolle, in der sie sich wohlfühlt. Das war nicht immer so. Seit der 5. Klasse wurde sie gemobbt. Möglicherweise, weil sie deutlich jünger wirkt als die anderen. Ich wurde halt oft geschlagen, geschubst. Ich wurde zum Teil auch wissentlich ignoriert, über Tage lang. Ich wurde in kleinen Schränken reingeschubst oder reingequetscht und die wurden dann zugemacht. Cosplay war für sie das Sprungbrett, um selbstbewusst zu werden. In der Szene hat sie Gleichgesinnte gefunden. Alle im Anime-Kosmos wollen dasselbe, cosplayen, also in Kostümen spielen. Bereits die 4. Convention hat die Abiturientin jetzt in Bremerhaven organisiert. Ein Trip ins Zweituniversum. Jeder hat eigentlich so seine eigene Definition dazu. Ich persönlich mache das, weil ich einfach Interesse an Make-up habe und mich kreativ auszuleben. Im Verhältnis zu anderen Sachen ist die Community sehr, sehr freundlich. Es gibt wenig Drogen, wenig Alkohol. Einstudierte Posen für coole Fotos. Nur Nele ist als Organisatorin diesmal ohne besonderes Outfit, aber zufrieden. Es ist halt echt schön, auch zu sehen, dass man etwas geschaffen hat, wo Leute glücklich sein können, wo neue Freundschaften entstehen und wo einfach so viel gelacht wird. Nele habe sich durch die Cosplay-Szene verändert, sagt ihre Zwillingsschwester. Und diese Anime-Community bildet einfach dieses sichere Umfeld, einfach weil alle so offen und so nett sind, dass sie halt einfach so sein kann, wie sie will. Bei der nächsten Convention wird Nele wieder ihr Lieblingsheld sein, der viel besser tanzen und singen kann als sie selbst. So Messetage sind immer schöne Tage, aber auch anstrengende Tage. Und morgens im Bad muss es schnell gehen. Bei mir dauerte das Fertigmachen heute mit Rasieren, Zähneputzen und Anziehen etwa 20 Minuten. Und bei euch? Also bei mir hat es leider etwas länger gedauert. So circa 1,5 Stunden waren es, glaube ich, schon beim Make-up. Und bei mir circa 1 Stunde. Was sind das für Materialien? Wir arbeiten tatsächlich mit vielen Materialien, also nicht nur den klassischen Cosplay-Materialien wie Foam, sondern tatsächlich auch verschiedensten Stoffen, Kunstleder und auch Metall. Genau, also zum Teil auch mit Gummi, wie man hier jetzt auch sieht, mit Gürteln, ansonsten ja auch mit Ketten, mit allem Möglichen, was uns in die Finger kommt. Haben Sie auch einen Künstlernamen? Genau, also ich bin bekannt als Aki. Und ich als Frosty. Frosty? Frosty, ja. Wie kamen Sie zu dem Namen? Tatsächlich kam das aus meiner Jugend. Ich habe mich in einem Spiel mal so genannt und wegen so einem kleinen Pinguin, dann hat sich das alles irgendwie dann so ergeben und dann haben sie angefangen, alle mich so zu nennen und ich habe das dann irgendwann mal beibehalten. Und Aki? Das ist tatsächlich ähnlich. Also ich habe den Namen schon seit meiner Jugend, seit 16, 18 Jahren, ist halt auch in der Schulzeit entstanden und einfach geblieben. Ich muss die Frage stellen, was machen Sie im echten Leben, wenn Sie nicht so verkleidet rumlaufen? Ich bin tatsächlich gelernte Friseurin. Und ich bin Finanzbeamter. Dann ist das ja eine Art Realitätsflucht, sag ich mal, vom Beruf der Friseurin und des Finanzbeamten jetzt quasi in die Cosplay-Szene. Was macht die Faszination aus? Also ich muss sagen, ich bin schon sehr lange in der Cosplay-Szene, auch über 10 Jahre. Und es hat mich immer schon fasziniert, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und quasi das Beste aus mir rauszuholen. Das ist ja, in Videospielen kann man seinen Charakter gestalten, wie man das möchte. Und ich mache es halt im echten Leben auch. Bei mir war das ein bisschen anders. Also die Faszination war schon immer da, aber bei mir tatsächlich hat es erst angefangen während Corona. Es ist aus Langeweile entstanden. Ich habe beim Videospiel eine Waffe gesehen, dachte ich mir, ach, das wäre eine nette Deko. Ich habe sie nachgebaut und dann dachte ich, oh, eine Waffe ohne Outfit ist ja langweilig. Habe im Internet herumgestöbert, dadurch haben wir uns beide auch kennengelernt. Und dann habe ich sie gefragt, wie das geht und schwuppdiwupp hat man dann ein Outfit. Und ist das sozusagen etwas, was man nur ein-, zweimal im Jahr anzieht und macht und für Festivals, für Events? Also bei uns ist es tatsächlich so, wir sind fast jedes Wochenende auf verschiedensten Events. Wir waren kürzlich auf Wacken, wir waren jetzt vergangenes Wochenende auf einem Event. Also gerade die Sommersaison sind wir eigentlich ununterbrochen unterwegs. Wir leben das wirklich momentan.
Genau. Und wenn halt keine Events sind, dann sitzen wir zu Hause und bauen neue Sachen. Sind die aus einem echten Videospiel entlehnt? Also meine Sachen tatsächlich nicht. Das Farbschema ist schon eher videospielmäßig, zum Beispiel Borderlands, da sind sehr viele knallige Farben, das gefällt mir schon. Aber bei mir ist es jetzt nichts Konkretes von einem Charakter. Bei mir ist es eigentlich fast genauso. Bei mir ist es aber eher Spiele wie Metro oder Fallout. Die Waffe hier zum Beispiel ist in dem Spiel Outriders nachempfunden. Also das ist das einzige wirklich Cosplay, komplett nachgebaute, was ich besitze. Ich sehe schon, das ist nicht nur ein Spaß und ein Spiel, das ist eine Kunst und eine Kultur. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.